CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Ja, und ihr dürft jetzt miterleben, wie ich mir jetzt hier voll in die Hose pullere. Mit Ansage von der letzten Folge. Ja. Und das Isaac hier, Verzeihung. Dass Isaac hier wieder rumballert. Schandtaten macht. Ja, der sieht gut aus. Was ist hier los? Strahlenmunition, okay. Die können wir nachher verkaufen, würde ich jetzt spontan sagen, solange wie wir jetzt noch nicht die Knarre haben. Wir haben ja noch keine Strahlenkanone, ne? Ja, die können wir zwar schon kaufen, aber ich will jetzt nicht zu viel Waffen kaufen, weil das nächste Upgrade für den Dings natürlich noch teurer ist. Ja. Bing. Wo musst du es einsetzen? Dort. Hinten. Würde ich jetzt mal spontan bauen. Ja, das Spiel spielt viel mit der Fantasie, ne? Ja, und natürlich mit der Atmo. Ja, klar, und so, mit der Atmo. Steuerkreuz oben ist ihmchen. Okay. Und Steuerkreuz links ist er. Alles klar. Aber ich würde sagen, bis jetzt, was ich gesehen habe, dass Dead Space kein reines Horrorspiel ist, sondern so ein Misch aus Space Adventure, Horror Game und Action-Baller-Shooter ist. Ja, so. Für mich. Ja, es ist, also wie gesagt, es spielt viel mit der Atmosphäre. Ja, es spielt viel mit der Atmosphäre, mit dem eigenen Gedankengut. Finde ich gut. Aber das tun ja die meisten Horror-Games an sich. Outlast zum Beispiel. Ja, aber Dead Space war einer der ersten, der es gemacht hat. Ja, klar. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Dead Space, das ist ja aus dem Jahre 2008. Ja. Und 8 Jahre alt ist das Spiel. Und dafür, dass das wirklich so alt ist, spielt es... Ist es recht gut gealtert, würde ich sagen. Da hat er immer kurz angeklopft. Hallo, ich bin da. Der ist noch nicht tot, oder? Doch, der ist tot. Er hat was fallen lassen, die Sau. Also dafür, dass das Spiel 8 Jahre alt ist, ist es schon echt gut gealtert, muss ich sagen. Mhm. Und es macht ja immer noch Spaß, ne? Okay, wir haben einen? Okay. Ach so, haben wir nicht. Ich wollte gerade sagen, hä? Wann haben wir den denn eingesammelt? Den haben sie uns geschenkt. Aha. Wir waren so gut, da haben sie gesagt, kommt hier, Leute. Könnt ihr. Ihr braucht nicht mehr suchen. Hier habt ihr 10 Energieknoten. Mhm. Danke. Hallo? Das macht mich nicht nervös oder so. Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Da muss ich rein. Ich werde sie jetzt suchen, aber trotzdem gehen. Ist hier. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Tratzen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Hinter dir. Überall. Alter, Leute. Nachladen. Bosa. Neugeborene. Okay. Wir sehen, da sind so ein paar von diesen kleinen Viechern. Von denen wir wissen. Strahlenmuni. Ach, Plasma, sehr schön. Der ist tot. Jetzt auf jeden Fall. Ja, du hast ihm seine Eier zerquetscht. Sag ich, jetzt auf jeden Fall. Okay. Verrückte Doktorin. Gefällt mir. Ja, der Controller ist leer. Wolltest du mich natzen? Ich hab den heute aufgeladen. Na, du hast wieder nicht richtig genommen. Technische Schwierigkeiten. Wow! Muss ich dann schneiden. Also. Überlasse ich deinen Fegen. Muss ich ja sowieso schneiden, von daher. Muss ich nur merken, zweite Folge.
So, willkommen zurück. Ja, technische Schwierigkeiten überwunden. Die Frau ist ein bisschen verrückt. Oh, sie hat eben den Bauch aufgesägt. Und sich selber zunichte gemacht. Warum nicht? Why not? Ja. Immerhin einer weniger, um den wir uns kümmern müssen. Hoffentlich. Textlog. Noch eins. Aufschub. Wissenschaftliches Logbuch. Von Dr. Kane T. Ja. Chief Science Officer. Ja, Captain Matthews. Also wer es lesen möchte, der kann dann immer pausieren. Ich überfliege das Ganze mal so ein bisschen, weil mich interessiert ja auch so ein bisschen, weil ich habe es ja selber indirekt noch nicht gespielt. Achso. Ja, das ist einfach nur eine Studie, die sie jetzt... Ja, nee, durch die Dinger wird ja auch teilweise so ein bisschen Story erzählt. Ja, klar. Deswegen interessieren mich die Dinger auch noch. Oh, speichern. Speichern ist immer gut. Komm, wir nehmen auch noch eine Heilung mit. Dann sind wir voll geheilt. Das ist auch nie verkehrt. Sehr gut. Hier ist verschlossen, okay. Ja. Chief Science Officer Dr. Kane. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und Selbstmord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Ach, da sind wieder meine Freunde. Ein Natter noch. Haha. Ich fange an, gut zu zielen. Ja. Das tun wir beide. Juhu. Werden im Moment mit Munition fürs Impulsgewehr zugeschmissen. Dann benutzen wir mal den Aufzug und ab nach unten. Und nach oben, je nachdem, nach unten. Ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Öffne doch mal bitte. Ja, warte, ich bin gerade paranoid. Sind wir das nicht alle? Egal, wie schlimm die Räume sind, ihr kommt in den nächsten und es sieht furchtbar aus. Ach, so sieht's doch bei jedem zu Hause aus. Ja, genau. Scheiß auf die anderen, sammel erstmal alles auf. Ach, hier wird uns ein neuer Gegnertypus vorgestellt. Batman? Batclaw? Okay, das infiziert andere Dinge auch. Das infiziert Scheiße. Die Leichen. Und das sind da noch... Boah, Alter. Der ist noch nicht tot. Weiß. Alter, hält da viel aus. Der ist immer noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Und das Ding ist auch noch nicht tot. Und da kommt noch ein neues Ding. Das Scheiße, Alter. Ja, um die sollten wir uns schnell kümmern. Ja. Weil sonst kommt noch mehr. Warum das hier nicht wieder gekommen? Nimm die andere Knarre. Und dann Medipack am besten. Ach, das ist nicht so schwer. Das geht auch, das wusste ich gar nicht. Ich nehme mal eben hier noch Medipack. Irgendeine Aufgabe haben wir wieder erfüllt. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Captain, ja, ja. Na, ihr wird wahrscheinlich erklärt, wie der Captain verstorben ist. Und was für Symptome der hat, alles. Halt so ein Stuff. Einer Verletzung des Augapfels.
okay. Du kannst auch noch in so einen Glasraum. Habe ich vor. Da liegt ja auch noch was. Ja, da liegt auch noch Stuff drin. Das ist die falsche, die Mitte. Ach, durch die Mitte ist durch er. Durch die Mitte. Ja, durch die Mitte ist er rausgekommen, wie so. Geld. Geld ist schon mal nie verkehrt. Medipack klein ist auch nie verkehrt. Und hier, das dürfte ein Gegner sein. Jawohl! Durch die Mitte immer noch. Ja, ich weiß. Ich bin hier nur gerade am Abklappern. Ja, es sieht ja leicht verwirrt aus, wie du hier rumläufst. Deswegen ja. Ja, ja, es ist alles. Ich glaube, du brauchst, wie gesagt, du brauchst eine Brille. Ich sag's dir. So, Gott sei Dank bin ich hier weg. Sage ich jetzt. Jetzt gleich komme ich in den nächsten Raum und sag, warum kann ich nicht zurück? Waren wir hier schon? Nein, das ist eine neue Leichenhalle. Alter, ich schwöre, ne, was die hier mit den Leichen getrieben haben, ist jenseits von Gut und Böse. Ah ne, das ist dieselbe Leichenhalle, wir sind jetzt durch die andere Tür rein. Was? Hinter dir. Nein. Das hat da vorne. Wie schön der in der Luft hängt, ich weiß. Maßen bringt er was. Die haben eben auch die ganzen Viecher ohne Kopf angegriffen. Ein Heli ist hier nicht tödlich. Das Prinzip funktioniert hier nicht. Okay. Waffe zücken. Ich glaube, das kann ich. Ich auch nicht. Einer von denen hat es irgendwie da runter ins einer. Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert ist, kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Natürlich. Natürlich. Warum nicht? Ich sag ja, jedes Mal, wenn hier so eine Nachricht kommt, das hört sich immer so an wie, hey, das hört sich gefährlich an. Das machst du erstmal du. Bitte? Ja, so ungefähr. Hier kannst du speichern. Ja. Und an den Shop. Was willst du am Shop? Ich habe doch Strahlenmunition eingesammelt. Und die will ich nicht unbedingt behalten. Die verkaufe ich dann lieber. Die können wir dann lieber wieder reinvestieren. Da, Strahlmunition. 4 Stück. Oh. Verkaufen. Weil du ein Inventar ist ja auch begrenzt und so ein Scheiß. Ja, klar. Ja, nee, 3 Medipacks, das ist eigentlich gut. Ach guck, wir könnten sogar Energieknoten kaufen. Ah, 10.000 ist echt happig. Ja, nun, das ist, sonst könntest du dich ja direkt überpowern hier. Das wollen die ja nicht. Ich speichere. Okay, die Fliegen machen mich wieder wahnsinnig. Wie immer. Wie üblich. So. Ah, okay, wir gehen zum Monorail. Ist noch kein Garant, dass jetzt nicht gleich Scheiße passiert, aber... Ja, jetzt auch schon zum Beispiel wieder hier dieses Klopfen da gerade. Ja, ja, also, dieses Kratzen und Klopfen. Wenn du das so mitten in der Nacht hast, dann, also das Spiel mitten in der Nacht spielst und dann sowas kommt, da geht ja einer flöten bei. Das ist echte Paranoia. Ja. So, wir haben das zweite Kapitel abgeschlossen. Ich glaube, es gibt 14. 14 oder so, glaube ich, meine okay. ich, gibt's. Ja, natürlich. Wir haben zwar gerade erst gespeichert, das ist mir egal. Puh. Also 14 Stunden bist du circa im Spiel drin, ne? Nee, die Kapitel sind ja am Anfang klein, so okay. wie jetzt zum Beispiel. Und nachher sind die halt größer. Also musst du dann wieder länger und zum Ende werden die dann wieder kleiner. Das machen sie ja auch gerne, dass die ersten Kapitel dann immer sehr kurz sind, damit du die recht schnell hinter dir hast und dann kommt der Mainplot und dann dauern die Kapitel länger. Alter,
Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Tja, wenn sonst nichts anderes ist, das mache ich im Schlaf. Ja. Kein Thema. Weißt du, er könnte genauso gut James Bond sein. Er könnte genauso die die Enterprise entwickelt haben. Er ist Scotty. Dieser Mann macht mich nervös. Mich auch. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Ja, aber ich will dann wieder nach links handeln, nach Wegmarker. Aber uns sonst nicht auf den verlassen können. So, speichern werde ich jetzt nicht nochmal, weil haben wir vor 2 Sekunden erst. Und gleich bereust du es. Ja nun, dann muss ich den Weg hier rein wieder neu machen. Das ist ja nix. Schalte den lieber aus. Sicher ist sicher. Also sobald diese Viecher Tentakeln haben, ist mir das nicht ganz koscher hier. Der droppt nichts mehr. Der ist tot, warte, hier geht's lang, oder? Ja. Okay, dann gehe ich erst in die andere Richtung. Wir wollen ja erst hier so ein bisschen Looky-Looky machen, ne? Ah, davon liegt wieder ein Schema. Also, du kannst demnächst ordentlich Gas geben mit deinem Impulsgewehr. Ja. Was zum Henker ist hier los? Es ist Dennis, es ist Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen. Ah, okay. Oh Gott, ist er tot? Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. So, wir haben gerade das Schema für die Munition für den Flammenwerfer gefunden. Ich wollte gerade sagen, haben sie die Leute aufgehängt? Ja, da hängen sie ein bisschen ab. Nee, das sind nur Anzüge. Meinst du? Nee, da war nichts drin, die waren nicht blutig. Der heißt nichts. Eine Werkbank. Ein Textlog, worum geht's? Chaos im Schiff, sehr gut. Ausgezeichnet. Chaos und Panik das auf einem Raumschiff, das ist super. Ja, das hört sich für mich so ein bisschen wie Resident Evil an, ohne Scheiß. So, gucken wir uns mal die Rig an. Lass mal, Cutter, was könnten wir denn? Wir könnten mehr Kapazität. Oder mehr Schaden. Schaden hört sich gut an, ne? Dann tunen wir erstmal den Schaden ein bisschen. Nachlage der Geschwindigkeit, Tempo. Wie viel wurde jetzt wird denn der Schaden erhöht hier? Um 2 Punkte, okay. Ach guck mal, beim Gewehr kannst du direkt Kapazität erhöhen. Nochmal 50 mehr, leck mich am Arsch. Ja, ist auch dringend notwendig. Ja, vor allem ist das geil, dann kannst du mal ein ganzes Magazin reinladen. Sollten wir vielleicht demnächst machen. Ja. Ja, und jetzt machen wir einen gemeinen Cliffhanger, denn bevor wir durch diese Tür gehen, sage ich jetzt zu euch, see you guys. Und schaltet dann das nächste Mal ein, wenn Rockstar mehr Mut beweist als ich und ein wenig fixer vielleicht vorgeht. Tudelü. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.